Herzlich willkommen bei Sini macht Auge, immer noch die Urlaubsversion. Heute mal ein bisschen gesondert geänderte Optik. Ich möchte mit euch und mit dir, Simon, über, ich glaube, Feminismus sprechen. Ich weiß nicht genau, wir werden da mal einen kleinen mehr oder weniger Deep Dive machen. Ich habe was auf Instagram gesehen und danach war ich mir einfach nicht mehr sicher, bin ich vielleicht ein Problem? Bist du ein Problem? Was können wir dagegen tun? Wir steigen direkt ein. Was mir da so ins Gesicht gesprungen ist, war dieser Beitrag vom Spiegel-Magazin. Wir analysieren das so richtig. Wir machen hier so eine Bildanalyse. Also wir sehen einen sympathischen jungen Mann. Ein bisschen angucken. Was hat denn der für eine Kette da? Okay. So ein Schlangentattoo hier auch so. Er grölt irgendwas. Und dann steht hier: Femizide, Kriege, Extremismus. Schon mal drei Sachen, die jetzt nicht so schön sind, wobei man diesen Begriff Femizid gleich nochmal im Detail erläutern müsste, oder beziehungsweise wir haben ein paar Fragen dazu. Und hier gibt es jetzt dann weitere Informationen. Fast alle großen Probleme haben eine gemeinsame Ursache: Männer. Ja, also Kriege, Extremismus, Femizide, alles Männerschuld. So, das ist der Einstieg. Das ist sozusagen, du siehst das und kriegst jetzt erstmal gesagt, du, mein Kollege, also ich habe dich jetzt einfach mal, ich habe dein Gender assumed. Mhm. Ich würde sagen, du bist ein Mann und du bist somit die Ursache für diese Probleme. Ich will mich entschuldigen direkt. Was sagst du zu deiner Verteidigung? Erstmal zu dem Bild auf jeden Fall noch. Ja. Ist klar, dass man halt hier natürlich irgendwie eine rechte Mischpoke halt irgendwie nehmen muss, natürlich. Ne? Wobei also ich ist, sagen muss, also... Es gibt Indizien. Kurze Frage. Ja, ich würde ihn jetzt nicht zur... Ich bin mir nicht mal sicher bei ihm. Ja. Also, du hast hier schon ein paar Hinweise drauf. Also da ganz hinten der Typ irgendwie, dieser Aufdruck auf dem T-Shirt. Ist das hier? Lonsdale ist natürlich keine Nazi-Marke. Vorne nochmal ein Fred Perry und dann ist wahrscheinlich da irgendwie noch so eine Reichskriegsflagge. Ah ja, stimmt, ja. Ich würde schon sagen, man hat da extra irgendwie... Okay, also es geht halt ein bisschen ums Framing. Ja, ja. Und du hast es ja gerade schon gesagt, man möchte sich irgendwie sofort irgendwie entschuldigen, rechtfertigen, keine Ahnung. Und das ist schon fast eigentlich mein erstes Problem bei so einem Posting. Es geht halt in die totale Offensive, in den Angriff sofort. Ja, also circa 50% der Bevölkerung erstmal mehr oder weniger digital in die Fresse gehauen. Du bist ein Problem. Ja, so, damit erreichst du was. Ja, ja. So, das ist schon mal so eine erste. Okay, alles klar. Aber ich bin ja ein netter Kerl. Ich lese ja mal weiter. Ich höre mir das durch. Und dann geht's natürlich. Bestimmt fühlt jetzt schon so mancher Mann, wie seine Hände schwitzig werden. Ich habe gar nicht richtig verstanden, was meint man damit? Ja, es klingt so, als würden sich Männer jetzt ertappt fühlen. Aber was heißt das überhaupt, schwitzig werden? Also dass sie so nervös oder aggressiv? Ja, so angstvoll ertappt zu werden, würde ich sagen, oder? Ja, aber eben, wenn du dich... Witzig, ich fühle mich einfach gar nicht angesprochen. Ja, eben, weil not all men, weißt du. Schreibt Spiegelredakteurin Elisa von Hof in ihrem Essay. Das aber sei ihr egal. Ich bin traurig, ich bin wütend, ich habe es satt. So, da weiß natürlich der geneigte Sinans Woche Zuschauer, da bin ich ja sofort sehr hellhörig, weil ich bin traurig, starke Emotion, ich bin wütend, starke Emotion, ich habe es satt, starke Emotion, vielleicht nicht die beste Verfassung, um ein Essay zu schreiben. Ja. Sag ich jetzt mal so, warum? Und jetzt geht's weiter. Solange es Männer gibt, gibt es keinere sicheren Orte, nirgendwo. Ich finde, das ist so ein Satz. Also, ja, das ist also krass, einfach nur. Solange es Männer gibt, gibt es keine sicheren Orte. Also ist das ein Aufruf, Männer? Oder? Sie fordert. Okay, was ist die Forderung? Es wird Zeit, dass Männer endlich an sich arbeiten. Was, ich auch? Warum? Was habe ich getan? Also, du hast das falsche Geschlecht. Es ist wirklich krass. Also ich weiß nicht. Dann kommt es weiter. Ich würde gerne mal, bevor wir hier auf den Fall weiter eingehen,
ich finde, man kann sich ganz schnell mal die Frage stellen, wie cool wäre das eigentlich, wenn wir hier das Wort Männer mal mit einer anderen Menschengruppe ersetzen. Nehmen wir mal, keine Ahnung, Flüchtlinge. Ja. Fast alle großen Probleme haben eine gemeinsame Ursache. Flüchtlinge. So. Bestimmt fühlen sich jetzt schon manche Flüchtlinge, wie ihre Hände schwitzig werden. Das aber ist mir egal. Ich bin sauer, traurig, wütend, was weiß ich. Solange es Flüchtlinge gibt, gibt es keine sicheren Orte irgendwo. Es wird Zeit, dass Flüchtlinge endlich an sich arbeiten. Und spätestens jetzt würde jeder sagen, kannst du nicht sagen. Ist eine komplette Pauschalisierung. Ich weiß nicht, wieso sollte das hier okay sein? Ich bin nicht so ganz, also ich frage mich dann wirklich, aber da kommen wir noch auf die Endfrage. Also wie kommen wir, Entschuldigung, am Ende der Diskussion gehen wir da genau drauf ein. Wie kommt der Spiegel jetzt aktuell darauf? Wieso ist die Dame so sauer? Sie hat es so satt. Da gab es mehrere Fälle jetzt. Zum Beispiel in Frankreich gab es diesen Fall von Gisèle Pelicot. Sie wurde von ihrem Mann, das ist ja auch wirklich eine üble Geschichte, muss man sagen, sediert. Unbeschreiblich, und ja. Er hat sie dann im Internet angeboten zur Vergewaltigung. Ich will es gar nicht sagen, weil ich habe Angst, dass mir jemand Twitch-Stream um die Ohren fliegt, aber das ist wirklich, das ist richtig kranker Scheiß. So, dies sei aber längst nicht der einzige Fall, der in den vergangenen Tagen für Entsetzen gesorgt hat, schreibt Elisa. So, ne, jetzt merken wir so, okay, es ist, wir erinnern uns, Einzelfall war es nicht. Es ist kein Einzelfall, nein, es gibt ja noch mehr Fälle. Dann hier zum Beispiel auch der Femizid an der olympischen Marathonläuferin Rebecca Cheptegei aus Uganda lässt einen würgen. Da gehe ich mit. Cheptegei wurde von ihrem Ex-Partner mit Benzin übergossen und angezündet. Aber Männer brauchen nicht einmal den privaten Raum eines Zuhauses, um Frauen zu quälen oder zu töten, fügt Elisa hinzu. Also, boah. Also wir merken, weil es jetzt irgendwie mehrere Dinger gibt, das finde ich auch gut. Auch hier nochmal im Hinterkopf behalten, wenn ich das jetzt vorlese, in meinem Kopf einfach mal live jetzt das Wort Männer mit zum Beispiel Flüchtlinge ersetzen. Bei Männern, die Gewalttaten begingen, heiße es dann immer, dass da etwas schiefgelaufen sei. Die fühlten sich abgehängt. Man müsse ihre gesellschaftliche Benachteiligung beachten, fasst Elisa diverse Debatten zusammen und erwidert, ich will kein Mitleid fühlen. Ich kann kein Mitleid fühlen, weil der männliche Verlust von Privilegien überfällig war. Das ist 1:1 rechtsextremer Take, wenn du einfach nur die Gruppe austauschst. Die haben keinen Bock mehr, dass Flüchtlinge irgendwie angeblich Privilegien haben, ja. Sie haben keinen Bock mehr auf die Hintergründe zu achten. Das ganze sozioökonomische Background spielt alles, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ja, es wird einfach darauf runtergebrochen, dass du halt eben Mann bzw. Flüchtling oder es ist völlig ist, egal. Deine Gruppe ist das Problem und das finde ich so strange. Was ist denn los? Also ich check's nicht. Also dann, wie geht's weiter? Vergangenen Monat wurde die angehende Ärztin Abaya H. in Indien, einem Seminarraum eines Krankenhauses, umgebracht. Die Obduktion ergab Hinweise auf eine Vergewaltigung. In den sozialen Medien trendeten vor kurzem zwei Hashtags, die es auf den Punkt bringen. Not all men, but always men. Nicht alle Männer, aber immer Männer. So, auch hier wieder mal die Parallele. Das sehe ich sehr häufig bei Rechtsextremen. Sie picken sich irgendwelche Fälle irgendwo raus und konstruieren dann da ein großes Ganzes draus. So, ich muss es mal ganz frech sagen, aber was ein Fall aus Indien, was echt übel ist, alle Einzelfälle, die wir hier sehen, sind übel, aber entschuldige mal, wie random ist denn diese Zusammensetzung jetzt aus einer Vergewaltigung in Frankreich, also beziehungsweise diese Geschichte mit dieser Französin, mit dem Mann, der die da angeboten hat, dann ein Mord an der Ex-Partnerin und jetzt ein Fall in Indien. Und aus drei Fällen global ziehst du jetzt eine Erkenntnis und sagst, seht ihr, alle Männer sind die Ursache? Bin ich der Einzige, der das ein bisschen wild findet? Ja, ich sehe schon auch ein bisschen wild. Also. Ich meine, bei diesem
bei diesem Hashtag but always a man, ja, ich meine, Männer neigen nun mal dazu, irgendwie öfter Gewalttaten zu begehen. Das ist ja richtig. Ja. Aber es ist halt immer noch ein Bruchteil. Da, ja. Dafür eben alle quasi in Sippenhaft zu nehmen, ist so, also ich habe mir das angeguckt bei Instagram, habe so gedacht, also ich kann ja verstehen, dass jemand wütend und traurig und sauer, das kann ich alles im Einzelfall kann ich das so nachvollziehen, aber in Gänze muss ich sagen, ich weiß nicht, also wenn dich ein Fall aus Uganda, Frankreich und Indien zu der Schlussfolgerung kommen lässt, ja, dann konsumier mal weniger Nachrichten. Ja, also Entschuldigung, dann hast du offensichtlich keine Medienkompetenz. Mhm. Das ist ein so wilder Take. Das lässt sich irgendwie, also gut, wir kriegen hier noch eine abschließende Erläuterung. Liebe Männer, eure Wut und Frustration dürfen nicht länger zur Gefahr für andere werden. Was, ich habe keine, aber gut. Lernt endlich eure Gefühle wahrzunehmen und konstruktiv mit ihnen umzugehen. Emanzipiert euch endlich von euch selbst. Vielleicht findet ihr dann auch eine Freundin. Da ist ja so vieles daran, ist da ja wirklich fertig. Also erstmal wieder so eine Phantomjagd irgendwie auf ein Männerbild, das da grassieren soll. Also emanzipiert euch von euch selbst, also vom toxischen Mann, der nicht weinen darf oder was weiß ich, was damit gemeint ist. Aber das Weirdeste ist doch wirklich dieser letzte Satz. Vielleicht findet ihr dann auch eine Freundin. Wenn du das über eine Frau sagst. Das ist doch sexistisch. Das ist dein Lebensziel. Also schmink dich doch mal und dann kriegst du auch was soll das denn? Also, zieh dir mal was Nettes an, dann kriegst du auch einen Typen, der mal mit Bock hat auf dich. Wirklich. Das ist der letzte Take, den du bringst. Also vielleicht findet ihr dann auch eine. Also vielleicht gibt's ja, es soll ja auch Homosexuelle geben, die wollen gar keine Freundin finden. Also was soll das denn sein? Das ist doch Quatsch. Das ist wirklich. Das ist eine Unverschämtheit. So. Und dann haut sowas der Spiegel einfach mal so und denkt irgendwie, alles okay. Ist kann man machen. Mhm. So, jetzt müssen wir noch auf eine Sache eingehen, weil das ist so ein Wort. Wir haben es eben auch schon gesehen, das ist direkt ja als erstes hier, die Femizide. Da möchte ich gerne nochmal auf den Begriff. Was genau würdest du sagen, meint man damit? Also ohne jetzt irgendwie mich damit befasst zu haben oder irgendwie eine Definition, eine gängige. Genau, nicht gelesen. Ja, also kurz zur Erläuterung. Das ist ja ein Spiel, das ist ja ein Instagram-Posting. Ja. Das ist jetzt kein wissenschaftlicher Beitrag in irgendeinem soziologischen Werk so, sondern das ist ein ganz normales Instagram-Posting für jedermann. Für Idioten wie uns. Für Idioten wie uns und deswegen, es soll ja irgendwie, wir sind ja anscheinend die adressiert werden sollen. Mhm. Ja, ich folge ja auch Spiegel Magazin bei Instagram. Ich weiß zwar mittlerweile nicht mehr wieso, aber ich. Für solche Perlen halt. Ja, also weil ich dachte eben, ja, hier kann ich noch was lernen und so. Deswegen, also natürlich dürfen wir das auch ohne uns jetzt irgendwie einem Soziologiestudium gewidmet zu haben, das natürlich irgendwie kommentieren. Alles andere wäre Quatsch. So. Ja. Also, Femizid. Was soll das sein? Also. Wenn man es jetzt mal analog zum Genozid, was wahrscheinlich das geläufigste Wort da ist, irgendwie betrachten möchte, du wirst ermordet aufgrund deiner Zugehörigkeit zu einem bestimmten Volk. Okay. Das heißt, der Mord findet statt, weil du eine Frau bist. Weiß ich nicht. Ja, das ist jetzt nämlich der Punkt. Also Femizid wäre ja wirklich, es wird umgebracht, weil Frau, ja. Und jetzt nehmen wir mal das Beispiel, was hier gezeigt wurde. Hier die Dame aus Uganda. Auch der Femizid an der olympischen Marathonläuferin Rebecca Chaptegei. Also da wäre jetzt die Frage, hat der Ex-Partner sie umgebracht, weil sie eine Frau ist? Ich bezweifle das. Er hat das dann Jahre nach der Ehe halt auch erst gecheckt, dass sie eigentlich eine Frau ist. Bin ja Frau verheiratet, muss ich die. Genau, ich wollte ja Frauen umbringen, habe ich ganz vergessen. Das ist natürlich also, Quatsch. Also auch da würde ja wahrscheinlich eher eine Beziehungs, also das müsste ja eigentlich eher als Beziehungstat irgendwie benannt werden. So, und da hört man dann häufig den Take, das wäre irgendwie eine Verharmlosung oder so.
Ja? Ja. Und jetzt könnte man sich ja die Frage stellen, wieso möchte man einen eigenen Begriff dafür? Weil normalerweise wäre es jetzt Mord. Ja? Richtig. So, und warum möchte man einen eigenen Begriff? Und ich versuche hier mal wohlwollend zu interpretieren. Normalerweise machst du das, wenn du auf ein strukturelles Problem hinweisen willst und du merkst irgendwie, einfach nur Mord erfasst das Problem nicht so richtig. Also nehmen wir einen neuen Begriff, um dem Ganzen irgendwie eine Klammer umsetzen zu können. Soweit gehe ich, so das verstehe ich, ja. Mhm. Nur dann ist halt wirklich die Frage, was für einen Begriff nutzt du? Also dann würde ich eher wirklich sagen, also weiß ich nicht, Beziehungstaten treffen häufiger, weiß ich, Frauen oder so. Femizid klingt halt wirklich danach, als würde sie umgebracht werden, weil sie eine Frau ist. Das stimmt halt einfach nicht. Das können wir ja schon, glaube ich, festhalten. Und vor allem macht das halt irgendwie, also soll das dann irgendwie andere Morde verharmlosen? Also haben wir überhaupt eben ein Wort definiert dafür, wenn es einen Mann trifft? Also hat jemand schon mal Maskuzid oder irgendwas in der Art gehört? Also ich nicht. So, nee. Und jetzt wäre ja noch die Frage, wenn wir jetzt auf diese Strukturelle reingehen, ich habe mal ein bisschen, nur, also das machen wir jetzt hier vorsichtig, aber ich habe mal ein bisschen Statistik bemüht. Ich habe mir mal den Bericht vom BKA, vom Bundeskriminalamt, angeschaut, wie denn überhaupt so die Opfer von Straftaten verteilt sind, ja? Also ist es so, dass eigentlich, wie die Täter, ne, always a man, ist es dann eigentlich so, dass es eigentlich always a woman ist? Also, ne, ist es eigentlich, sind die Opfer immer die Frauen? Mhm. Und das kann man ja sich anschauen. Und wir sehen hier zum Beispiel bei allen Straftaten, die so passieren, also jetzt hier, das ist die Altersstruktur und Geschlecht der Opfer. Und da sehen wir, bei allen Straftaten insgesamt sind 58,9% männlich und 41,1% weiblich. Also als Mann hast du insgesamt die größere Gefahr, Opfer von Straftaten zu werden. So, das ist schon mal einfach erstmal zumindest statistisch. Jetzt kann man immer sagen, wird das richtig erfasst, aber wir haben nur diese Zahlen, wir haben nichts anderes. Also müssen wir davon ausgehen. Also, dass man als Mann Opfer von Gewalttaten wird, ist größer. Dann bei Mord, ne, also das ist jetzt nochmal, das sind alle Straftaten und das ist jetzt nochmal aufgedröselt. Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen. Wir haben es davor mal kurz geguckt. Tötung auf Verlangen ist im Prinzip, wenn ich mir wünsche, dass du mich umbringst, zum Beispiel Sterbehilfe, ich will nicht mehr leben, gilt auch als Mord und Totschlag, also beziehungsweise fällt hier unter diese Kategorie. Alles mit Vorsicht genießen, was wir hier sagen. Wir sind keine Juristen. Wir sehen hier die Aufteilung 49,9, 50,1, also 50-50. Mord trifft nicht häufiger Frauen oder Männer. So, jetzt einen großen Unterschied gibt es, und das ist Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Da gibt es dann ganz viele Paragraphen. Und da sehen wir ganz klar, dass 92% der Opfer weiblich sind, 8,1% der Opfer sind männlich. Das ist definitiv eine Sache, da kann man dann davon sprechen. Also das ist strukturell ein großes Problem. So. Ja. Hinzu kommt natürlich noch, dass wahrscheinlich die Dunkelziffer der Opfer bei Männern ein bisschen größer ist. Also wir wissen es nicht genau, weil ich glaube, viele Männer sind schambehaftet, was das Thema anbelangt. Also ob sie das dann noch, also Frauen auch, muss man sagen. Aber ich glaube, als Mann ist es vielleicht, ist jetzt ein Guess. Also natürlich. Kann ich mir vorstellen. Aber gut. Wahrscheinlich marginal was verändern daran, aber das kann man aber ja gut, erstmal so aber erstmal kann man sagen, lassen, also gerade wenn es um sexuelle Straftaten geht, so, da sind Frauen einfach eindeutig mehr die Opfer. Hat natürlich wahrscheinlich viel mit, ich hoffe, ich mache jetzt keinen biologischen Fehlschluss, aber hat wohl was mit Trieb und auch körperlichen Stärkeunterschieden zu tun. Ja, ja, natürlich. Würde ich mal so ganz vorsichtig sagen. Interessant wird Raubdelikte, ja. Da sehen wir jetzt wieder 76%, viel mehr Männer werden ausgeraubt als Frauen, was ich krass finde. Weil man denkt ja eigentlich so, der klassische Handtaschen ja, Raub. Aber wahrscheinlich, weil Männer insgesamt krimineller sind. Dann Körperverletzung, 61,3% auch
viel, also ja, was heißt viel, deutlich mehr Männer oder mehr Männer sind Opfer von Körperverletzungen und Straftaten gegen die persönliche Freiheit, definitiv ein bisschen mehr bei den Männern. So. Also insgesamt hatten wir ja auch schon, als Mann lebst du einfach insgesamt ein bisschen gefährlicher als Frauen. Das Interessante ist ja jetzt auch wieder deswegen, wenn wir uns nochmal überlegen, dieser Anfangstake, Männer sind die Ursache. Nein, wir Männer sind genauso die Opfer von wenigen Männern. Weil wir können nämlich jetzt gucken, wie ist denn die Verteilung bei den Tätern? Und die ist auch sehr eindeutig. Also Tatverdächtige insgesamt, hier 2023, nehmen wir mal, gab es 2 Millionen. Davon waren 1,5 Millionen männlich und 500.000 weiblich. Also 75%, wenn ich das gerade im Kopf richtig gerechnet habe. Ja. Dann 75% der Täter sind Männer. Also auch nicht always. But very often. So. Very often, ja. Und weiblich so viel. So, und ist aber nicht so catchy, der Phrase. Ja, ja. Ist schon... Schon deutlich mehr Männer, Hashtag. So, und ich glaube, dann, wenn man das so mal aufdröseln würde, ne, dann wird auch irgendwie, finde ich, ein viel interessanterer Take draus. Mhm. Die deutliche Zahl der Täter sind Männer und sie greifen häufiger, also die Opfer sind auch häufiger Männer. Das heißt, alle leiden unter wenigen Männern. Aber klickt sich halt nicht so geil, ne? Wir sind ja auch gar nicht auf diesen anderen Hashtag noch eingegangen, der ja da mitgenannt wurde. Also diesen eben... But always... Nee, der erste. Ach so. Not all men. Not all men, ja. Ich bin ja auch überhaupt nicht mehr aktiv auf X, aber es gab ja echt diese Phase irgendwie, wo halt diese, wie nennen wir sie, vierte Welle Feministin halt tatsächlich pauschal immer jeden Mann für alles verantwortlich machen und wenn dann halt, naja, normal geratene Männer, die keine Scheiße bauen, also ja, ich gehöre da gar nicht dazu, ah, jetzt kommt der hier wieder mit Not All Men, also dass du das schon gar nicht sagen durftest. Also irgendwie sind wir da ja schon gelandet gewesen. Also, ja, ja, wenn, sobald du dich da irgendwie rausziehen wolltest, ne, also du habe ich mit, nie verstanden, diesen Take tatsächlich. Ja, du bist mitgefangen, mitgehangen, du bist halt auch ein Kerl. Und ich gehe dann jetzt mittlerweile auch so weit, dass ich sage, wenn ich solche Überschriften sehe und diese Pauschalverurteilung, und das ist ja an mich adressiert, und dann lese ich in den Kommentaren so von irgendwelchen Dudes, die dann schreiben so, Männer, die sich jetzt angesprochen fühlen. Ey Leute, da steht alle Männer. Ja, eben. Soll ich denn sonst darauf reagieren? Soll ich sagen, und jetzt kommt's, das ist nämlich dann mein nächster Tag, dass ich sage, ja gut, dann bin ich offensichtlich kein Mann. Was für mich okay ist. Mhm. Dann lasse ich den Quatsch, dann sage ich jetzt einfach, November möge kommen. Entweder werde ich eine Frau oder ich werde nicht binär. Auf jeden Fall, ich habe mit diesem Männerproblem ab dann nichts mehr zu tun. Ist nicht mein Problem. Ich gehöre nicht, ich habe mich da rausgezogen. Ja? Das ist halt, ja, wenn du das so an den Kopf geworfen bekommst. Also ich muss da nicht drauf plädieren, dass ich ein Mann bin. Mir ist das scheißegal. Ja. So, mir ist das gar nicht so wichtig. Ich habe dann, kommen wir mal zum Abschluss des Videos zu einem etwas unterhaltsameren Part. Ich habe dann das Ganze mal ein bisschen kommentiert bei Instagram, habe dann geschrieben, keine Ahnung, Kommafehler dürft ihr behalten, ich weiß nicht, ob es richtig ist. Der moderne Feminismus ist richtig gut darin, die eigenen Ziele zu sabotieren. So, was meine ich damit? Du hast mich darauf hingewiesen, ist es der moderne Feminismus, ist es der vierte Welle Feminismus? Ich bin mir auch nicht 100% sicher. Man kann sich jetzt darüber streiten. Ich glaube, wenn man auch hier wohlwollend interpretiert, dann wird man verstehen, worauf ich hinaus will. Mhm. Ich glaube, dieser Beitrag hat im Übrigen jetzt auch mittlerweile schon über 3000 Herzchen Likes bekommen. Also irgendwie scheint es einige zu geben, die das irgendwie ähnlich zumindest so spüren oder fühlen, dass man das Gefühl hat, wenn das jetzt irgendwie Feminismus sein soll, ich weiß gar nicht, ob es dem Ziel dient. Mhm. Ja, weil jetzt wäre für mich so ein bisschen die Frage, auch wohlwollend interpretiert. Wir gehen mal davon aus, die Dame, die da so sauer war, die jetzt irgendwie die 3 Fälle weltweit gesehen hat und meint, da so ein Essay schreiben zu müssen, die will ja irgendwas bewirken. Hoffe ich mal. Oder sie will einfach nur ihren Frust loswerden, ich weiß es nicht. Aber im Idealfall gehen wir davon aus, sie will ja irgendwie, dass es besser wird. So, und jetzt wäre meine Frage, was ist denn die Strategie? Also mit einem Vorwurf gegen alle startest du? Also du willst ja eigentlich Allies generieren. Eigentlich schon. Ja.
Ja. Ein dummes Arschloch, sei mein Ally. Also ich hasse euch alle, Penisträger. Ja. Aber du musst jetzt schon mein Ally sein. Aber sei, soll das funktionieren? Ja, sei, also, genau. Das ist doch Quatsch. Du gehst erstmal irgendwo hin, gibst einem eine fette Ohrfeige und sagst, jetzt hör mal zu. Hä? Die Strategie verstehe ich nicht. So, und deswegen war mein Take zu sagen, der moderne Film ist so richtig gut, sich daran, also die eigenen Ziele zu sabotieren. Und dann habe ich natürlich irgendwie ins Wespennest gehauen, weil Widerworte, ja, da gab es dann natürlich coole Sachen. Also hier dann Ossig-Schossi, nichts für ungut, aber konzentriere dich lieber auf deine Stärken und lass das Denken sein, Püppi. Das ist jetzt vielleicht der Take, wenn das von einer Frau kommt, einem Mann gegenüber, ist schon witzig. Ja, den Mann halt für wen, dann find ich cool, aber ja. Eben, naja. Ja, dann einfach nur always a man. Okay. So, dann kam, du hast mal wieder nichts kapiert. Wie das immer. Kann sein, das kann sein. Man kennt dich ja, also. Ja, natürlich. Aber auch hier, ne, es kann natürlich sein, dass ich wieder nichts kapiert habe. Dann würde ich aber sagen, dann spiele ich den Ball zurück an das Spiegelmagazin und sage, ja, dann ist aber das deren Aufgabe, es auch einem Vollidioten wie mir zu erklären. Und dieser Post hat es offensichtlich nicht geschafft. Mhm. So, dann kam natürlich auch eins, was man immer wieder liest. Los, erkläre uns, wie man es besser macht. Wir haben so lange nichts von einem Mann erklärt bekommen. Wir dürsten danach. Und ja. Dann sofort wieder, weißt du. Das ist doch genau dieses Meme von Susi Grime. Oh, danke für dein Mansplaining. Ja. Das ist so wirklich, weißt du, so Quatsch. Also warum solltest du erklären, wie man es besser macht? Nee, ich kann einfach nur sagen, ich finde die Strategie finde ich schlecht. Ich fühle mich irgendwie nicht davon angesprochen so, und dann, ja gut. Ich kann auch die Schnauze halt, macht euren Scheiß halt alleine. Ist mir auch egal. So, noch geiler wird's jetzt. Das hier ist ein Kommentar von einer sehr guten Freundin. Und wir verraten noch nicht so viel. Also das ist jetzt nicht unter dem Beitrag. Das war unter einem Beitrag bei mir. Also ich hatte ein Foto auf meinem Profil. Hast schon sehnsüchtig darauf gewartet, dass das an der Reihe ist. Und es ging um ein Foto. Und dann kam hier farblos CK und schrieb dann @Melly. Der Kerl hetzt gegen Frauen im Internet und lacht über ihre Probleme. Pass echt auf mit dem. Also das muss man mal kurz erklären. Da kommt irgendein random Typ und warnt Melly, dass ich echt schlimm bin. Das Lustige ist, Melly ist mit hier im Urlaub. Wir saßen, ich glaube, bei Starbucks und haben gerade so einen Kaffee und so, ich werde gerade von dir gewarnt. Und denkst so, was ist denn los bei euch, Leute? Das Schlimme ist, ich wurde einfach nicht gewarnt. Ja. So, ich bin einfach so mit dabei. Keiner hat mich gewarnt. Keiner hat dich gewarnt. Das ist wirklich krass. Und also sie ist mittlerweile jetzt natürlich auch gegangen, weil sie hat diese Warnung ernst genommen. Klar, sie hat auch dadurch erst gecheckt, weil es jemand ihr wahrscheinlich gemansplained hat, weil sie ja als Frau überhaupt nicht dazu imstande ist, zu merken, wie schlimm der Typ hier ist. Genau. Und das Witzige war dann noch, also dann hat hier Farblos CK das auch nach anderen, also immer derselbe Take, und hat das bei ganz, ganz vielen von meinen Freunden in deren Timelines oder unter die Kommentare überall reingeschrieben. Also was auf eine Energie, ne? Alles aufgrund eines Kommentars beim Spiegelmagazin. Das ist wirklich, also lächerlich. Das ist, wow. Ja, aber wir wissen natürlich auch, wie dann, wenn jetzt Melly nicht auf diese Warnung eingeht, dann ist klar, was sie ist. Sie ist ein Pick-Me-Girl, sie ist ein Token, ja. Sie ist im Patriarchat gefangen. Man hat ja auf alles schon eine Antwort. Ja, natürlich. Aber was natürlich nicht sein kann, ist, dass sie eine selbstständige, denkende Frau ist. Nein, die kann das nicht entscheiden. Das kann natürlich nicht sein. Nee, das ist unmöglich. Ja, also im Chat Melly for Trump. Ne? Genau. Das kam ja von Shoyoka. Wie nennen wir sie? Ja. Ja. Also ich bleibe dabei. Ich verstehe diese Takes, und die werden gefühlt immer mehr. Also Spiegel, ich habe seit Jahren eigentlich, folge ich denen bei Instagram, und man merkt so, es geht immer noch mal einen Schritt härter, krasser. Ich bin irgendwie mittlerweile nur noch so, ich gucke mir das aus der Seitenauslinie an, setz ab und zu einen Kommentar drunter. Mach's manchmal ein Video daraus. Mach ein Video daraus. Ja. Ich weiß nicht, wohin das alles noch führen soll.
Ihr dürft gerne in die Kommentare schreiben, habe ich irgendwas falsch verstanden? War dieses Posting doch irgendwie wohlwollend und ich habe es einfach nicht verstanden? Ich weiß es nicht. Ich bin wirklich offen dafür. Ansonsten hoffe ich, dass dieses Video euch gut unterhalten hat und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.